Freunde, hier sind wir bei einem kleinen Tutorial und ich zeige euch diesmal, wie man mit dem VPS Avenger auf eine relativ einfache Art eine Schlageridee festhält, also heißt das, wenn man etwas komponieren möchte. Und ich zeige euch mal, wie ich da vorgehe, weil ich gefragt worden bin, wie ich das mache, dass ich eben, wie ich mit dem VPS Avenger arbeite. Er hat also ganz tolle Sequenzen drin. Und zwar geht es aber einmal diesmal um das Pack, und zwar zeige ich euch das mal hier kurz. Es ist das Europarty, Europarty 2. Da sind wir einmal drin und dann zeige ich euch das mal, wie das funktioniert. Ihr habt verschiedene Sequenzen, das heißt, wir können also einmal hier in die Sequenzen reingehen und nehmen einfach mal Foxbox. Ja? Das heißt, wir können jetzt praktisch wie ein Arranger Keyboard spielen damit. Das heißt also, man greift die Akkorde. Das heißt, wir haben also schon mal eine ganze Menge dafür bereit, um eben eine Kompositionsidee auszuarbeiten oder wenn man eine Melodie im Kopf hat. Das heißt, egal, ich gehe einfach mal, mache es mal in C-Dur und zwar greifen wir einfach mal die Akkorde C. Ja, und so weiter. Wie gesagt, das kann man dann weit ausholen, wie man da eben mitarbeiten möchte. Das wäre jetzt zum Beispiel die Foxbox. Wir nehmen einfach mal den Fox Club, Sequenz Fox Club. Ja, der hört sich auch ganz relativ modern an. Das ist nämlich dieser schöne Bass. Und dann zeige ich euch mal kurz, wie man das eben herausbefördert. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal eine kleine Sequenz auf. Und zwar einmal, Moment, das ist einmal kurz. Stoppen, macht den mal etwas kleiner, damit ihr das seht. Machen wir den Tacker an. So, dann hätten wir praktisch einmal schon mal unsere Strophe fertig, was wir jetzt also dafür benutzen möchten. Das war jetzt einfach mal so eine Idee. Wir hören nochmal rein. Wichtig ist immer, dass ihr das so macht bei dem, Avenger braucht praktisch immer exakte Start- und Endzeiten. Das heißt also, dass man auf jeden Fall hingehen sollte. Ihr seht hier, macht den mal kurz kleiner, dass man eben hier, dass die Chords, die wir unten eingespielt haben, und oben ist die Melodie, dass die eben exakt auf dem Takt sind. Das heißt genau auf der 4, dafür gehen wir einfach hin und einmal alles markieren und wir quantisieren die ganze Sache und dann können wir das abspielen. So, dann haben wir praktisch schon unseren ersten Teil fertig. Das heißt also von unserer Strophe. Wir benennen das jetzt einfach mal hier Locator erzeugen und nennen das Strophe. Moment. Strophe 1. So, exakt 16 Takte. So, das haben wir also schon mal aufgenommen. Das war jetzt einfach nur Idee. Und jetzt geht es einfach in das Ausbouncen der Spuren, die ich praktisch für diese Melodie vernünftig finde oder wo mir das Arrangement gefällt. Dann geht man einfach hin und sagt, okay, das ist dieser Foxclub. Hier haben wir praktisch die ganzen Teile oder Parts, woraus sich die ganze Sache zusammensetzt. Also einmal diesen FM-Bass. Ich mache mal kurz rein, Moment. So, das ist der Bass, den kann man auf Solo stellen. Dann hören wir mal rein. So, und wenn wir den rausbouncen möchten, dann machen wir es ganz einfach so. Dann dupliziere ich die ganze Geschichte einmal. Das heißt, dass wir für den nächsten Bounce-Schritt eben auch die gleichen Sachen haben. Die Melodie ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Das heißt,
rendern den einfach raus, sagen einfach mal Spur einfrieren. So, dann wandeln wir das einmal in Audio um und schon haben wir unseren Bass als Audio. Und das Schöne ist, ihr habt das praktisch schon ja, in einer vernünftigen Reihenfolge, das heißt der Bass spielt jetzt schon eure Songidee von Strophe 1, Beispiel. Oder wenn das Refrain ist, wir können gleich nochmal einen kleinen Refrain machen. So, dann möchte ich zum Beispiel haben, das ist von unserer duplizierten Spur, gehe ich einfach hin und nehme jetzt praktisch den, schalte den wieder alles ein und sage, ich möchte die Pads haben. Ja, wir haben mal die Pads. So, dann sage ich einfach wieder, jetzt sind die Pads auf Solo geschaltet. Gehe jetzt wieder hin, mache es, dupliziere das, dass ich es für den nächsten Bauenschritt auch habe. Sage hier wieder Spur einfrieren. Also ihr seht, das ist relativ einfach. Wenn man einmal, also eigentlich braucht der Avenger für die Reihenfolge einfach nur die Akkorde. Das heißt, ihr braucht einfach nur eine Songidee, wo ihr sagt, okay, oder ihr habt keine Songidee und nehmt einfach mal eine Akkordfolge, die euch so vorschwebt. Und das könnte gut passen. Und das ist als erstes, also das ist das Einzige, was der Avenger eigentlich braucht. Ja? So, jetzt gehen wir hier hin, sagen auch wieder als Audio fixieren. So, dann nehmen wir das mal hier Pads. Pads, das war der Bass. So, und schon haben wir, können wir ein kleines Fade-Out setzen, so. Mach den Original mal aus. So, und dann gehen wir wieder in den Avenger rein und sagen jetzt zum Beispiel, wir möchten die Gitarren haben. Hören wir uns die Gitarre mal an. Und zwar einmal Solo. So, dann haben wir jetzt die Gitarren. Was die spielen. Und, ach so. Das wären die Gitarren. Jetzt sage ich, nö, ich möchte aber da vielleicht ein paar andere Gitarren zu haben. Dann ist es auch kein Problem. Dann, damit ich sagen, oder ich sage mal so, ich möchte von dieser Sequenz jetzt eigentlich gar nichts mehr benutzen, weil ich einfach nur den Bass davon haben wollte und die Pads. Dann gehe ich jetzt pragmatisch mal in Instrumente und suche mir mal eine andere Gitarre aus. Dafür muss ich nur einmal kurz gucken, dass ich die Melodie hier einmal, die brauche ich also nicht mehr. So, die können wir einfach mal stumm schalten, dass wir nur die Akkorde haben. Und sage jetzt mal, wir möchten da was richtig Funkiges haben. Dann gehen wir mal in den Content und sagen, nee, ich möchte nicht von der Europarty haben, sondern Italo Disco 3 kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen. Der hat mega Gitarren drin. Italian Funk Guitar. Das ist jetzt keine Sequenz, also, sondern das ist aus dem Instrumenten-Pack, also Instrumententeil. Und dann hören wir mal rein, was die Gitarren da spielen. Schon haben wir Gitarren. So, und jetzt möchte ich noch zum Schluss kurz einmal zeigen, wie es geht mit den Drums. Das heißt, die Drums fehlen uns noch. Das gefällt uns. Wir kopieren einfach wieder, machen einfach eine Duplizierung. Zack. Duplizieren die ganze Sache. Hier machen wir die Funk-Gitarren als Audio. Als Audio fixieren. Schon haben wir unsere Funk-Gitarren. So, und jetzt suche ich mir noch ein schönes Drumset aus. Und das möchte ich gern wieder jetzt von der Europarty haben, von mir aus, von dem Pack. Europarty, wir nehmen einfach mal eine andere Sequenz. So, wir nehmen einfach mal Moment, Sequences. So, und zwar nehmen wir einfach mal, was ist ein Party Sunrise? Hören wir mal rein. Können wir mal spielen. Wie gesagt, alles von den Akkorden, die wir eingespielt haben. Ja, das gefällt doch schon mal. Dann gehen wir einmal in die Drums. Das heißt, in die Drum-Sequenzer rein. Hier sehen wir jetzt die ganzen, den schalten wir mal auf Solo. Moment, den schalten wir auf Solo. So, machen wir mal reinhören. Der macht jetzt praktisch nur die Drums. Und unsere vorhergehenden Spuren. Machen wir dabei.
Ja, und das Schöne an dem ganzen Gerät oder an dem ganzen Plugin ist eben halt, dass es schon relativ gut aufeinander abgestimmt ist von den Sounds her. Ich nehme in meinen Produktionen natürlich immer noch andere. Ich nehme Nexus dabei, ich nehme Loops dabei, die mir eben dann gefallen, um das halt Ganze zu füllen. Aber man hat immer ein Grundgerüst, wonach man wunderbar arbeiten kann, ohne dass man eben so ins Leere greift mit irgendwelchen, nur dass man nur eine Gitarre hat oder dass man halt nur auf dem Piano sich irgendwas einspielt. Man hat schon fast ein fertiges Playback, wovon man dann ausgehen kann und dann weiterarbeiten kann. So, wir schauen jetzt einmal, wenn wir das also die Drums haben wollen. Die sind auf Solo geschaltet und ich möchte jetzt praktisch die Kickdrum haben, die mir jetzt sehr gut gefällt hier. Komm an. So, dann schalte ich einfach die Kickdrum auf Solo. So, dann ist die Solo. Jetzt haben wir nur noch die Kickdrum. So, die gefällt mir gut. Dann sagen wir einfach hier wieder duplizieren, falls wir noch was davon brauchen. Und sagen jetzt hier wieder rendern, also als Spur einfrieren und als Audio fixieren. Und schon haben wir hier unsere Kickdrum. Macht es mal aus. So, und dann gehen wir einmal weiter. Wenn wir sagen, wir wollen hier in dem Avenger jetzt von dem Sound die Kickdrum haben wir jetzt. Moment, wir gehen wieder in die Drums rein, machen die auf Solo und sagen jetzt von dem, die Bassdrum muten wir einfach mal. Die haben wir jetzt aufgenommen. Jetzt haben wir praktisch den ganzen anderen Gerümpel. Also den kann man natürlich auch nochmal aufteilen, wie man das möchte. Aber ich nehme jetzt mal alles zusammen, einfach nur der Einfachheit halber und sage auch hier einfach mal Spur einfrieren. Spur als Audio fixieren und schon haben wir hier Percussion, sage ich jetzt mal. Und das hier ist unsere Bassdrum. So, und jetzt haben wir es praktisch schon ganz auf die Schnelle ein ganz schnell kleines Arrangement erschaffen. Das ist relativ einfach. Ja, so, und jetzt sagen wir mal, wir möchten jetzt, das reicht uns vom Avenger, was wir da gemacht haben. Jetzt brauchen wir noch ein paar Loops, um das noch ein bisschen aufzupeppen. Dann gehen wir einfach mal hier rein und schauen wir mal, was wir an Top-Loops haben. Lass uns mal laufen. Ja, das gefällt doch. Dann nehmen wir doch das als Raschler mit dabei. Ja, so, und dann haben wir schon unsere kleine Idee einfach aufgezeichnet. Und so kann man halt fortfahren bei der ganzen Geschichte Strophe. Jetzt hat man noch vielleicht eine tolle Idee für ein Refrain. Und man hat praktisch schon das Grundgerüst. Und das kann man jetzt halt ausbauen, wie man das möchte. Man kann auch was live dazu spielen, man kann dazu singen. Man kann sich eine Melodie einfallen lassen, die von mir aus auch mit einem anderen Instrument gespielt wird. Von mir aus nehmen wir jetzt einfach mal den Nexus. Tun wir jetzt einfach mal, ups, hier drauf. So. Nehmen wir da mal einfach mal was aus der Après-Ski 2, ein Lied-Sound. Der ist gut. Ein bisschen leiser. So, das wollen wir ein bisschen nach hinten ziehen, dass es nicht ganz so weit in den Vordergrund ist. Aber wie gesagt, man kann da eigentlich machen, was man möchte. Ja, und dann kann man das, wie gesagt, immer weiter ausbauen. Und ich hoffe, dass ich euch da mal gezeigt habe, wie man also aus diesen Sequenzen des Avengers die ganzen Sachen einzeln rausbaut und dann für seine Produktion
einfach schnell und effizient einsetzen kann. Ja, wenn man es möchte natürlich. Und man sollte natürlich, wie gesagt, die vernünftigen Packs dazu haben. Ich kann euch noch mal kurz einen kleinen Einblick geben. Ich mache das mal eben weg. Wir machen den noch mal auf. Das machen wir eben kurz auch noch mal weg. So, wo ist er denn noch mal? Da ist er. So. Machen den noch mal auf. Und ich zeige euch noch mal kurz, welche also wirklich sehr, sehr interessant sind. Also ist es für den Schlagerbereich, das hat jetzt die Europarty 2. Da habt ihr also wirklich ganz, ganz viele. Sind auch viele Arpeggiators drin. Können wir auch mal anmachen hier. Foxbox, Fox Chords. Eher Bässe, reichlich. Oder interessant, wie gesagt, Italo Disco 2 oder jetzt neu Italo Disco 3. Das ist also auch eine ganz. Man muss nicht unbedingt auf dieses 80er-Jahre-Gedöns stehen, aber es ist halt für den Schlagerbereich, hier sind sehr viele tolle Sachen drin, die eben wirklich sich echt gut anhören. Zum Beispiel das hier finde ich schon mega. Never Ending Story. Die nennen das hier The Story Never Ends. Ja, und so weiter. Dann hat man natürlich schon, wenn man sowas in der Art produzieren möchte, hat man natürlich schon wundervolle Vorlagen, die man eben dann dementsprechend abändern kann. Ja, das sind also wirklich ganz tolle Sachen. New Italo Disco. Oder Triplicare Onions. Mal gucken, was das ist. Und auch da kann man wieder sich einfach rausnehmen, was man möchte. Man sagt, okay, hier gefallen mir die Gitarren besonders gut. Nehmen wir mal Add Guitars, das sind die. Ja, das war es nicht. Warte mal, mal noch. LD Chords, Leads, Spikes. Ist das? Da sagt man nichts. Warum nicht? Schauen wir mal kurz. Ah, da waren die Gitarren. Ja, wenn ich die für einen anderen Titel habe, dann nehme ich die einfach. Wie gesagt, alle in allen Duren spielbar. D-Dur, egal wie man es haben möchte. Und das sind natürlich schon ganz gute Sachen. Und es ist etwas einfacher, damit zu arbeiten, als wenn man immer mit diesen Samples arbeitet. Also diese Loops muss man halt dementsprechend dann immer erst anpassen. Und das geht halt hier viel, viel, viel effizienter, viel, viel schneller. Und der Sound ist schon relativ gut auch schon vorgemixt. Und es passt eigentlich schon relativ gut immer rein, wenn man wirklich nur mit dem Avenger arbeitet. Ja, das soll es einfach mal gewesen sein für heute. Ich denke, ich konnte euch wieder helfen, wie man das eben hier so macht. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin.